Der Film Miteinander leben in der Gesundheitsstadt Winnenden wird unterstützt von Kercher, Benzsport, Krämerbau und dem Zeitungsverlag Weiblingen mit der Winnender Zeitung sowie diesen Firmen. Hallo, mein Name ist Leonie König und als Winnender Mädle aus der Stauferzeit repräsentiere ich meine Heimatstadt Winnenden. Winnenden blickt inzwischen auch auf eine lange Tradition im Pflege- und Gesundheitsbereich zurück. Hier sind bedeutende Einrichtungen zu Hause, die weit über die Region hinaus bekannt sind. Das Bild einer überaus attraktiven Gesundheitsstadt wird jedoch erst durch viele engagierte Menschen sowie eine hohe Wohn- und Freizeitqualität komplett. Mit dem Klinikumneubau 2014 in Winnenden hat das medizinische und pflegerische Angebot der Rems-Murr-Kliniken eine neue Qualität erreicht, von der alle Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis profitieren. Sowohl am Standort Schaundorf als auch am Standort Winnenden stehen insgesamt 20 spezialisierte Fachkliniken mit moderner Struktur und Ausstattung für eine wohnortnahe Spitzenmedizin und hohem Patientenkomfort. Träger der Rems-Murr-Kliniken ist der Rems-Murr-Kreis. Der Standort Winnenden ist akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen. Haben Sie noch Fragen im Moment? Im Moment nicht, nein. Die Anforderungen im heutigen Gesundheitswesen sind anspruchsvoll und setzen eine qualitativ hochwertige Ausbildung voraus. In direkter Nachbarschaft zu den Rems-Murr-Kliniken und dem Klinikum Schloss Winnenden in der Linsenhalde ist dies im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, kurz BZG, möglich. Bei uns am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe können junge Menschen eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder im Hebammenwesen machen. Unsere Träger sind das ZFP und die Rems-Murr-Kliniken. Aufgrund dieser hervorragenden Kooperation können wir eine qualitativ hochwertige und abwechslungsreiche Ausbildung anbieten. Gut, wie war der Blutdruckwert? 120 zu 90. Und ist das jetzt ein guter Wert? Das ist ein sehr guter Wert, genau. Das Zentrum für Psychiatrie Winnenden geht zurück auf die Königliche Heilanstalt Winnental, die als älteste derartige Einrichtung Württembergs seit 1834 psychisch Erkrankte behandelt. Heute steht das moderne ZFP für die psychiatrische und psychotherapeutische Betreuung von Erwachsenen in einem regionalen Versorgungsgebiet mit rund 1 Million Einwohnern. Die Menschen profitieren dort auch von dem schön gelegenen Schlosspark und der Nähe zur Innenstadt. Ein Highlight im Winnender Veranstaltungskalender ist das alle 2 Jahre stattfindende Sommerfest des ZFPs, bei dem Mitbürger und Freunde eingeladen sind. Der herrliche Baumbestand und die idyllischen Plätze tun der Seele einfach gut. In der Winnender Innenstadt wird Mobilität für Menschen mit Handicap großgeschrieben. Eine barrierefreie Strecke mit Blindenstreifen durchzieht fast die gesamte Fußgängerzone. Doch finden Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen noch weitergehende Unterstützung. Etwa bei der Kreissparkasse. Bitte! Gut. Mir gut! Danke. Bitte! Die Paulinenpflege, eine weitere Winnender Institution, ist heute das größte Kompetenzzentrum in Süddeutschland für alle Arten von Behinderungen rund um das Thema Hören und Sprechen. Seit 2011 gehört zu der Einrichtung auch die Schule beim Jakobsweg, die sich dem gemeinsamen Lernen von Schülern mit und ohne Handicap verschrieben hat. Diverse technische Hilfsmittel sorgen dafür, dass hier jeder Schüler in verschiedenen Bildungsgängen bis hin zum Abitur beste Rahmenbedingungen vorfindet. Die Klassen sind einfach viel kleiner hier und die akustischen Bedingungen sind besser für hörgeschädigte Schüler. Und die Lehrer können auch besser auf einzelne Schüler eingehen, wenn es irgendwo Probleme gibt.
Ich hatte an meiner alten Schule ziemlich persönliche Probleme und habe dann eben beschlossen, okay, es muss ein Schulwechsel her und habe mich dann eben durch Informationen aus der Zeitung für diese Schule entschieden. Auf einem Hofgut am Rand von Winnenden befindet sich eine weniger bekannte Einrichtung der Paulinenpflege, die Blaue Arche. Dr. Schlüter, ein langjähriger Wegbegleiter, kehrt bis heute gerne an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Die Blaue Arche in Winnenden-Hertmannsweiler ist eine ganz besonders hervorzuhebende Einrichtung der Paulinenpflege, weil dort geistig und körperlich schwerstbehinderte Patienten betreut werden und dies auch eine große Hingabe erfordert. Ich habe diese Einrichtung lange Jahre betreut und ich finde es eine großartige Sache, dass es eine solche Einrichtung in Winnenden gibt. Diese kennen Sie sicherlich alle. Aber wussten Sie, dass die Geschichte der Notrufsäule ihren Ursprung in Winnenden hat? Am Beginn, vor fast 50 Jahren, stand ein tragischer Unglücksfall. 1969 wird in der Nähe des alten Wörle-Areals der 9-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst. Trotz sofortiger Alarmierung trifft der Krankenwagen erst eine knappe Stunde später ein. Björn stirbt an einem Schock auf dem Weg in die Klinik. Für die Eltern Siegfried und Ute Steiger wird die Tragödie zum Anlass, unmittelbar nach ihrem Schicksalsschlag einen Rettungsdienst von Winnenden ausgehend aufzubauen. Man kann mit Fug und Recht sagen, das moderne Rettungswesen wurde in Winnenden entwickelt. Von da aus wurde es erst im Rettungsdienstmodell Rems-Murr umgesetzt und dann weiter über ganz Deutschland. Inzwischen sind wir auch weltweit tätig. Das heißt, wir entwickeln das Rettungswesen in China, in Sri Lanka und aktuell auch in den Karibikstaaten. Ein anderes Beispiel kreativer Tatkraft ist der von Marion Gerster und Rolf Weber ins Leben gerufene Gesundheitsbrunch. Mit einer gemeinsamen Messe in der Winnender Markthalle haben die Teilnehmer gleich zu Beginn bewiesen, wie man den Bürgern vielseitige Angebote aus dem Gesundheitsbereich näher bringt. Unser Gesundheitsbrunch trifft sich einmal im Monat in Schelmholz im Meetingraum von der Metzgerei Häfele. Unser großes Ziel ist das Netzwerken und vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit zwischen uns, den Krankenhäusern und den Ärzten. Die Netzwerker bestehen hier aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Physiotherapeuten, Heilpraktiker und psychologische Berater sind ebenso beim Gesundheitsbrunch mit dabei wie Masseure und Vertreter von Sportvereinen. Also Sport im Schlosspark, da treffen wir uns immer einmal die Woche, anderthalb Stunden, Dienstagabends. Da machen wir Kraftausdauertraining, das heißt Laufen, Walken, da machen wir Kräftigungsübungen. Natur wird eingebunden, da hast du dann im Sommer hast du die Bäume, Vögel zwitschern, also du hast wirklich total schön die Natur um dich rum. Bist nicht im Matsch, die Wege sind gut, du hast Beleuchtung, wenn es jetzt mal im Herbst wieder dunkler wird, also es ist schon klasse. Die Türen des Sportparks sind seit März eröffnet. Wir haben im Sportpark unsere Geschäftsstelle, der SV Winnenden, haben die größte Bewegungslandschaft Deutschlands mit großer Schnitzelgrube, großem Trampolin und einem Zug, wo man durchlaufen kann auf 10 Meter Höhe. Die Rede ist vom neuen Vereinszentrum zwischen Wunnebad und Herbert-Winter-Stadion. Bei der feierlichen Einweihung hatten die Gäste bereits Gelegenheit, das umfangreiche Sport- und Freizeitangebot unter die Lupe zu nehmen. Hochkarätig auch das Veranstaltungsprogramm. Bemerkenswert ist, dass ein 1907 in Winnenden gegründetes Familienunternehmen maßgeblich für die Ausgestaltung des Sportparks verantwortlich zeichnet. Die Gotthilf-Benz Turngerätefabrik GmbH und Co. KG. Einer der führenden deutschen Hersteller und Ausstatter für den Profi-, Breiten- und Schulsport, sowohl national als auch international. Hier sind 170 Mitarbeiter beschäftigt, die ein äußerst hochwertiges und vielseitiges Sortiment fertigen und verkaufen. Wer kann sich nicht an den Sprungkasten und die blauen Matten aus seiner Schulzeit erinnern? Immer wieder ist auch die 2012 errichtete Alfred-Kercher-Halle Schauplatz der abwechslungsreichen Sportlerehrung mit diversen Darbietungen der Vereine und einem aktionsreichen Mitmachprogramm.
Die Stadt lässt es sich nicht nehmen, die Erfolgreichsten auszuzeichnen. Ansporn für den so wichtigen sportlichen Nachwuchs. Wer wissen will, wo welche Gesundheitsleistungen vor Ort angeboten werden, stößt im Netz meist auf eine unübersichtliche Flut an Informationen. Dass dies künftig nicht mehr so sein muss, beweist Rolf Weber vom Gesundheitsbranch mit seiner neuen App. Für eine bessere Transparenz über die Gesundheitsangebote haben wir eine App entwickelt mit Internetauftritt. Ich kann hier bei Gesundheitsadressen nach Schlagworte blättern und finde hier für meine Anwendung, für mein Problem Physiotherapie ein Angebot, mehrere Angebote, und ich wähle jetzt die Firma InVivo aus, im Schelmholtz. Über Map kann ich die Entfernung abschätzen, habe Telefonnummer. Jetzt gehe ich dort mal hin und schaue, was es dort gibt. Ich bin der Rolf. Die App ist für den Rems-Murr-Kreis ausgelegt und wird stetig aktualisiert. Auch mit interessanten Themen wie Stellenangeboten im Gesundheitswesen und ausführlichen Porträts verschiedener Anbieter. Sie sehen, für Gesundheit und Wohlfühlen ist den Winnenden auf verschiedene Weise gesorgt. Der Blick von hier oben aus dem Teilort Bürg macht aber ein weiteres großes Plus unserer Stadt deutlich. Die hohe Wohn- und Freizeitqualität in einer weitgehend intakten Naturlandschaft. Die reizvolle landschaftliche Einbettung macht den Charme der Kernstadt, der 7 Stadtteile und des Wohnbezirks Schelmenholtz aus. Ringsum ist Winnenden von Weinbergen umgeben. Dass die Stadt als Wohnort immer begehrter wird, verwundert nicht. Die Nähe zu Stuttgart ist ein zusätzlicher Standortfaktor. Dass Wohnträume Realität werden, dafür sorgt seit 190 Jahren die Winnender Bauunternehmung Krämer. Deren langjähriger Geschäftspartner Pfleiderer Projektbau hat sich hier beim alten Wörle-Areal dazu entschieden, 96 hochwertige Wohnungen mit Krämerbau zu realisieren. Mit Geschäftsführer Michael Kögel hat das Unternehmen aber auch bedeutende Referenzbauten wie den Winnender Sportpark und seinerzeit das Wunnebad erstellt. Das Wunnebad besitzt eine Wasserfläche von 2000 Quadratmetern, verteilt auf 6 verschiedene Becken. Ideal für jeden Sportler und Freizeitvergnügten. Ob Tiefwassergymnastik oder Babyschwimmen, in diesem Badetempel kommt groß und klein auf seine Kosten. Ein beliebter Treff in der Nähe des Wunnebads ist die Schwabenalm mit Erlebnisgastronomie, Minigolfanlage und der chilligen Bambu-Lounge. Dankeschön. Bitteschön. Bereits im Mittelalter war Winnenden als Marktstadt in der ganzen Region bekannt. Bis heute ist unser Wochenmarkt jeden Samstag und Donnerstag ein beliebter Anziehungspunkt für alle die, die auf frische und regionale Produkte direkt vom Erzeuger Wert legen. Klar, dass in dieser netten und entspannten Atmosphäre auch immer noch Zeit für Schwätzle bleibt. Und? Sehr gut. Freunde der gesunden Ernährung begeistert das reichhaltige Angebot an frischem Obst, Gemüse und auch Backwaren. Mit der Biobäckerei Weber ist auf dem Markt ein Anbieter vertreten, der seine Produkte konsequent im Einklang mit der Natur produziert. Nur 2 Straßen weiter sitzt die Alfred Kercher GmbH und Co. KG. Für den weltweit führenden Anbieter von Reinigungstechnik ist die Gesundheit seiner Mitarbeiter ein wichtiges Thema. Weltmarktführer wird man nur mit richtig guten Mitarbeitern. Aus diesem Grund hat die Gesundheitsförderung bei Kercher schon eine lange Tradition. Das fängt an bei den Betriebssportgruppen, über Aktionstage, Lauftreffs, Fitnessangeboten und natürlich das gute Mittagessen in der Kantine darf auch nicht fehlen. Das tut unseren Mitarbeitern gut und das tut Kercher gut. Mit Linienfit hat Kercher 2015 ein spezielles Gesundheitsprogramm für seine Produktionsmitarbeiter ins Leben gerufen. Jeden Morgen gegen 8 Uhr gibt es dafür eine aktive Pause. Linienfit kommt sehr gut bei den Mitarbeitern an. Es stärkt die Teamfähigkeit. Ich finde es einfach nur klasse. Es ist abwechslungsreich, man ist danach entspannter, kann man dann besser arbeiten und ich finde es toll, dass Kercher das unterstützt. Für das Familienunternehmen Kercher ist auch soziales Engagement wichtig.
Deshalb ist Kercher seit 2014 Hauptförderer und Gründungsmitglied der Clowns mit Herz Remsmoor. Dieser besondere Verein hilft durch Witz und Spaß mit, Patienten jeden Alters ihre Ängste und Nöte zumindest für einen Augenblick vergessen zu lassen. Kannst du dem Tiger mal sagen, dass er ganz schnell die Schlange essen soll? Neben dem hochmodernen Klinikum erstrahlt seit 2016 auch das alte Krankenhaus im neuen Glanz. Die Volksmission hat das von der Stadt gekaufte Gebäude mit vielen ehrenamtlichen Helfern liebevoll renoviert und zu neuem Leben erweckt. Das Haus Elim bietet dort mit freundlichen Räumlichkeiten eine Tagespflege, die das Ziel hat, auch im Alter Lebensqualität zu ermöglichen. Viel Interessantes gäbe es über das Miteinander in Winnenden und darüber hinaus noch zu berichten. Nur ein Beispiel von vielen ist der Apotheker Dr. Hans-Martin Hirt, der seit über 30 Jahren in Afrika Wissen über Heilkräuter gesammelt hat und seither mit seiner Aktion Anamed eine internationale Erfolgsgeschichte schreibt. Nun habe ich Ihnen einige Highlights unserer Gesundheitsstadt Winnenden gezeigt. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Der Film Miteinander leben in der Gesundheitsstadt Winnenden wurde unterstützt von Kercher, Benzsport, Krämerbau und dem Zeitungsverlag Weiblingen mit der Winnender Zeitung sowie diesen Firmen.